Hallo Tierfreunde! Es ist wieder Zeit für den nächsten Wunschzettel. Los geht's! Der Wunsch ist von Jotzen 3 oder Jotzen. Ich weiß nicht. Wow, das wird aber nachgekocht. Sieht echt klasse aus. Ich habe mittlerweile alle Videos von dir angesehen. Respekt dafür, das sind über 200, glaube ich. Aber ich habe noch nicht etwas mit Fenchel gesehen. Kannst du was mit Fenchel und Kartoffeln und einem Fleischersatz machen? Oder vielleicht etwas anderes mit Fenchel? Ja, Fenchel ist nicht gerade mein Lieblingsgemüse, aber Fenchel, Kartoffeln und ja, irgendwas Fleischersatz, also Tofu, Seitan. Guck ich mal. Auf jeden Fall. Okay. Für euch wieder bis gleich, für mich bis irgendwann. Tschüss. Hallo Tierfreunde und willkommen zurück. Jotzen 3 hatte sich ja ein Gericht aus Fenchel, Kartoffeln und einem Fleischersatz gewünscht. Und ich habe mich in diesem Fall für Seitan entschieden. Wenn ihr das zu Hause macht, könnt ihr allerdings auch Tofu nehmen oder Räuchertofu oder auch jede andere vegetarische Wurst, die ihr gerne mögt. Ja, und ich mache da heute mal ein einfaches Hauptgericht draus. Und zwar eine Fenchel-Seitan-Hackpfanne mit Kartoffelpüree. Okay, los geht's. So, zuerst machen wir mal die Kartoffeln. Die koche ich heute mal in meinem Dampfkochtopf. Das geht auf jeden Fall am schnellsten und auch am energiesparendsten. Ihr braucht ungefähr 600 Gramm geschälte Kartoffeln. Das dauert jetzt ungefähr vielleicht eine Viertelstunde. So, und solange das kocht, können wir schon mal das Seitanhack vorbereiten. Dafür habe ich hier 4 Esslöffel Seitanpulver, das sind ungefähr 70 Gramm. Dann 1 Esslöffel Lupinenmehl, ca. 15 Gramm. 1 Esslöffel Semmelmehl, ca. 10 Gramm. 1 Esslöffel Hefeflocken, 1/2 Teelöffel Paprikapulver, etwas Pfeffer, 1/2 Teelöffel Salz und außerdem braucht ihr 1 Teelöffel geschroteten Salbei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es sowas zu kaufen gibt. Diesen hier habe ich jetzt einfach aus meinem Garten geerntet, getrocknet und dann in meinem Mixer zerschrotet. Und ja, ihr könnt als Alternative auch einfach frischen gehackten Salbei verwenden. Die trockenen Zutaten sind jetzt alle drin, die können wir jetzt erstmal schön vermischen. Dann habe ich hier 20 ml Öl, die gebe ich jetzt als nächstes rein. Und als Öl könnt ihr einnehmen, welches ihr möchtet, Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, ja, was ihr am liebsten mögt. Einfach reingeben und ganz kurz einmal durchrühren, sodass sich kleine Klümpchen bilden. Und dann kommen noch ca. 100 ml Wasser dazu. So, mit der Hand könnt ihr den Kloß noch mal ein bisschen durchkneten. Und das ist jetzt ein recht weicher, feuchter Kloß, aber das ist auch beabsichtigt, denn ihr wollt nachher eigentlich keine Steaks haben oder irgendwas anderes Größeres, sondern halt wirklich ja, sozusagen Seitan gehacktes. Und dafür kann der ruhig ein bisschen feuchter sein, der Teig. So, den Kloß könnt ihr jetzt erstmal beiseite stellen. So, dann geht's ans Fenchelgemüse. Dafür habe ich hier eine Fenchelknolle, ca. 300 Gramm. Das Grüne könnt ihr zu Anfang erstmal abknipsen. Das könnt ihr entweder ganz zum Schluss zur Deko verwenden oder ihr könnt es auch nachher klein hacken und zum Schluss noch mit in die Pfanne geben. Das gibt dem Ganzen auch nochmal einen ganz besonderen frischen Geschmack. So, dann könnt ihr vom Fenchel unten die Knolle einmal abschneiden und von diesen Enden so die ersten 1-2 cm, die so ein bisschen holzig sind. Das, was ihr vom Fenchel abschneidet, müsst ihr übrigens nicht wegschmeißen, das könnt ihr auch aufheben und zusammen mit anderen Pflanzenabschnitten könnt ihr dann daraus eine schöne Gemüsebrühe kochen. So, den Fenchel, den halbiere ich jetzt einmal und viertel ihn nochmal. Und dann könnt ihr ganz einfach den Strunk rausschneiden. Den könnt ihr auch wieder aufheben. Und jetzt könnt ihr den Fenchel ganz einfach in feine Streifen schneiden. Außerdem braucht ihr noch eine Zwiebel. Die könnt ihr ganz einfach halbieren und in feine Scheiben schneiden. Außerdem habe ich hier noch 3 Pilze, ca. 100 Gramm. Die könnt ihr auch einfach halbieren und in feine Scheiben schneiden. Und ich habe hier noch ein paar Tomaten, 6 Stück, ungefähr 200 Gramm. Da könnt ihr erstmal den Strunk rausschneiden
Und die Tomaten könnt ihr ganz einfach vierteln, weil sie jetzt so kleine sind. Wenn ihr jetzt größere Tomaten habt, dann halbiert sie und schneidet sie dann einfach noch mehrmals durch, bis ihr vielleicht Achtel habt. Dann braucht ihr am besten eine hohe Wokpfanne. Und ich nehme jetzt ein bisschen Kokosöl. Ihr könnt aber auch genauso gut Olivenöl nehmen oder ja, jedes andere Öl, was ihr gerne mögt. In das Öl könnt ihr dann zuerst mal eure Zwiebeln geben und auch gleich darauf den Seitan. Den könnt ihr ein bisschen klein reißen und ganz einfach in die Pfanne geben. Und mit einem Wender könnt ihr den Seitan jetzt auch noch mal ein bisschen mehr verkleinern, damit ihr nachher möglichst ja, nicht so große Seitanstückchen habt. Das beides könnt ihr jetzt jedenfalls erstmal ein paar Minuten schön anbraten, bis sich auch ein bisschen Röstaromen gebildet haben. So, nach ein paar Minuten merkt ihr auch, wie der Seitan anfängt ein bisschen krümelig zu werden. Das ist jetzt auch der Punkt, wo ihr die Pilze dazu geben könnt. Und kurz darauf auch gleich den Fenchel. Dann könnt ihr auch noch einen halben Teelöffel Salz dazu geben. Und wenn dann der Fenchel vom Braten ein kleines bisschen glasig geworden ist, kommen die Tomaten dazu, werden einmal untergerührt oder untergeschwenkt. Dann schaltet ihr den Herd auf ganz kleine Stufe. Gebt einen Deckel auf eure Wokpfanne und rührt es alle paar Minuten noch mal ein bisschen durch und lasst das sozusagen langsam durchziehen. So, dann geht es jetzt an unsere Kartoffeln. Die sind jetzt schön weich geworden. Da gebe ich jetzt wieder einen Esslöffel Kokosöl rein. Und ihr könnt auch wieder jedes andere Öl nehmen, das ihr gerne mögt, oder auch zum Beispiel Margarine. Dann kommt noch dazu eine Messerspitze Pfeffer, einen halben Teelöffel gehobelten Salbei wieder. Und auch hier könnt ihr wieder frischen, gehackten Salbei nehmen, wenn ihr möchtet. Salbei ist für Stampfkartoffeln jetzt wahrscheinlich ein bisschen untypisch, aber ich finde, das gibt dem Ganzen so einen ganz besonderen Geschmack. Und ja, müsst ihr einfach mal ausprobieren zu Hause, ob euch das gefällt. Und ansonsten lasst den Salbei einfach weg, wenn ihr das nicht mögt. Und ihr könnt auch stattdessen jede Menge andere Kräuter nehmen, zum Beispiel auch Rosmarin, Thymian oder Majoran. Dann noch ein halber Teelöffel Salz und ein bisschen Muskatnuss, am besten gerieben. Das finde ich, darf auch in keinem Kartoffelpüree fehlen. Und zum Schluss noch 50 ml Sojamilch. Da könnt ihr als Alternative auch jede andere Pflanzenmilch nehmen. Oder wenn ihr sowas in der Richtung gar nicht reinmachen wollt, könnt ihr euch ein bisschen vom Kochwasser aufheben und das ganz einfach als Flüssigkeit wieder reingeben. So, und das wird jetzt ganz einfach schön fein zerstampft. So, bis ihr ein schönes, feines Püree habt. Das können wir erstmal kurz nochmal warm stellen. So, jetzt wieder zu unserer Pfanne. Der Fenchel sollte jetzt eigentlich schon relativ weich sein. Also circa insgesamt 10 Minuten solltet ihr die Pfanne schon auf kleiner Hitze lassen, damit das schön durchzieht. So, wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt nochmal einen halben bis einen Teelöffel Majoran rangeben. Müsst ihr aber nicht unbedingt, denn durch den Seitan und auch durch den kräftigen Geschmack von dem Fenchel müsst ihr hier wirklich nicht mit vielen Gewürzen arbeiten. Das Gericht ist an sich schon so intensiv genug. Aber es gibt dem Ganzen nochmal so eine kleine andere Note. So, das Fenchelgrün könnt ihr jetzt auch nochmal kurz klein hacken. Und ganz zum Schluss nochmal mit an die Pfanne geben. Also wirklich so die letzte Minute oder so. So, das sollte reichen. So, und fertig ist eure Fenchelhackpfanne mit Kartoffelpüree. Ja, mal kosten. Also die Seitanhackpfanne gefällt mir echt gut. Da der Seitan nicht so wie sonst so gummi-lederartig ist, sondern wirklich ganz weich. Auch durch das Semmelmehl, was da drin ist und den Ganzen nochmal so eine ganz andere Struktur verleiht. Und der Fenchel ist bei mir jetzt noch schön bissfest. Bei mir habe ich die Pfanne jetzt ungefähr 7 bis 8 Minuten noch auf dem Herd gelassen, bei Stufe 1.
und dadurch ist er nicht ganz so weich geworden. Wenn ihr den Fenchel zu Hause weicher haben wollt, dann lasst die Pfanne einfach noch ein bisschen länger auf dem Herd stehen, also bei Stufe 1. Dann wird er nicht ganz so bissfest. Also für mich ist es jedenfalls jetzt genau richtig. Und das Püree? Also ich liebe ja Kartoffelpüree über alles. Und diesen hier könnte ich mich echt reinlegen. Also ich mag wirklich diese leichte Salbeinote. Auch wenn es wie gesagt ein bisschen ja, seltsam ist. Aber ich finde, das passt einfach super zu Kartoffeln. Ja, alles in allem wirklich ein gelungenes Hauptgericht. Wenn ihr jetzt nicht solche Seitan-Fans seid oder überhaupt Fleischersatzfans allgemein, dann könnt ihr den Seitan oder Tofu auch ganz einfach weglassen. Nehmt ein bisschen mehr Pilze, ein bisschen mehr Zwiebeln dazu. Und dann könnt ihr das auch ganz einfach ohne Seitan machen. Und vielleicht müsstet ihr das Ganze noch ein bisschen mehr würzen, da der Seitan in diesem Fall wirklich auch viel von der Würze der ganzen Pfanne ausmacht. Ja, vielen Dank an dich, Jotzen3, für diesen Zutatenwunsch. Wenn ihr noch andere Wünsche habt, schreibt sie mir wie immer in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!